weißt du ja schon. Kaffee. Ja, Kaffee, ja. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um eine Speichertreppe, die wir austauschen. Hier oben ist die alte vorhandene, ungedämmt, nicht mehr zu öffnen, einfach zugeschraubt. Die reißen wir raus und dann kommt die neue wieder rein. Und ihr dürft dabei sein, wie es geht. Und zweimal. So. Federn! Können wir Klimas anschieben? Oder zum Beispiel Chevy kann ich hier verbauen. Bremspedal rückholen. Feder. Ja. Nee, die Beine hat hier so kurze Eisen, die kann man da rückstecken. Und dann habe ich halt noch wieder Grobmotoriker. Ah ja, da war die Schraube. Ah, das ist ein Traum. Ja, ja. Achso. Hat der Maler gut zugesprochen. Ah, okay. Wagenglas. Hab ich. Tatsächlich Platz nach hier, ey. Hä? Das. Hast du der Schwein gehabt? Der Dachdecker, ne? Aufgemessen von 10 Meter Entfernung, ohne das Ding aufzuschrauben. Ja. Bestell mal. Aber das geht ja aufs Anrechnen, das ist mir egal. Ja, Kreuz brauchen wir nochmal, haben wir noch drauf, gell, im Schrauber. Der ist aber Schlitz, Kollege. Aber das hier ist Kreuz. Ach, okay. Das andere ist oldschool. Die Lücken ja hier war nur das Wahre, damit hatte. Deko. Der Serrani, die ist so gleichmäßig angeordnet. Ja. Genau so. Der Meister ist nicht schlau, aber mit dem Hammer kann man schrauben. Der sieht auch so aus, als wäre ein Nagel drin. Ja. Hier was in der Mitte. Ja, oder wir schneiden da und da. Ja, weißen Naht raus. Chris, kriegen wir den Rest gehebelt. Ja. Oder ich schneide sogar hin am Nagel. Schönes Geräusch. Ich glaube, früher hatten sie so eine einzelne. Hier war so ein Trepp drin, da kannst du hier sehen. Ja, ja. Genau, so ein Holzding hatten die nämlich auch in anderen Häusern. Dann stand die fest. Raus ist sie schon mal. So, das hier ist die neue Einbautreppe von Roto. Gedämmter Zustand. Packen wir jetzt mal aus hier. Dann mache ich auf die Pappe legen, dann haben wir das hier unten geschützt. Ja. Die Treppe ist nur eingehakt hier. Ich muss so rausbringen. Ja. So. Mehr weiß ist, wie man das mit der Federspannung macht. Abdeckleisten, die wir vielleicht dann brauchen. Ah, ja, ja, wieder bis zu dem Streifen. So, so sieht das aus. Das hier ist die Feder, wo nachher die Leiter dran kommt. Das hier ist die gedämmte Klappe im Zustand jetzt von oben vom Speicher. 5 cm Styrodurdämmung. Und hier außen ist ein Dämmstreifen dran, der dann im besten Falle nach dem Einbau hier links und rechts die Lücken schließt. Allerdings haben wir jetzt hier ein vorhandenes Loch in einem Altbau, was wahrscheinlich jenseits von allen Normmaßen hergestellt worden ist. Also wir gucken jetzt mal, wie viel Luft wir haben. Jetzt bin ich gespannt. Ja. 60. 60. Normalerweise wird ja auch hier sowas dann mit einer Dampfbremse verklebt, gell, wenn du ja, das hier ja, hast. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, aber sowas gibt es hier gar nicht. Nein. Hier ist auch übrigens nicht der Speicher gedämmt, sondern nur die letzte Geschossdecke. Und deshalb auch die gedämmte Treppe, damit das nicht nachher der Schwachpunkt ist hier. Und in der Länge, hast du auch schon kontrolliert? Länge. Aber Länge ist das Loch eher größer, ne? Ja, 35. Und ich habe hier 1,18 Rahmenaußenmaß. Ja. Locker dann? Ja, dann ist das wie vorher auch war, das hintere Stück muss nachher wieder anders geschlossen werden. Also hier ist jetzt der Abdeckrahmen, der später drumherum kommt. Das heißt,
Hier die Kante ist Unterkante Decke und die Leiste baut das Stück dann auf. Soweit ermittelt, sagt hier der Dachdecker, Chef. Hab's gleich gesehen. Montagematerial mitgeliefert, einmal Einbauschrauben, schön dick, damit die Last halten. Sogar ein passender Bit dabei und Spannfedern. Ah ja, und ein Schrupp. Für die Leiter. Schruppschutz nachher für unter die Leiter. Die man in der Regel ja anpassen muss. Gell? So, Kette, Montageschrauben. Alles da. Klack. Klack, los geht's. Ach, hier mein imaginärer Freund hält der Akku. Stell dir hinter dich, dann kannst du dich richtig hinstellen. Ja, genau so. So, du hast jetzt die Klappe nur. Hab ich. Hast du? Ja. Ja, da bist du gegen? Ja. Der Mund liegt an. Dann hältst du mal fest, ja? Und du fängst dann hinten an. Also Mitte ist ja scheiße, ne? Schau mal hinten an, ich mach die aber nur mal fest. Ich hab die Klappe, du holst halt hier. Und jetzt musst du halt bei dir auf der Seite mit der Höhe gucken. Du kannst die Klappe unten gehen lassen, wenn nicht. Hast du? Ja. Einmal. Ich würde die Schraube hier einfach mal reinmachen jetzt, auf die richtige Höhe. Kontrollieren wir hier oben. Machen wir die Klappe zu von unten und gucken mal. Oder so wie das gesehen. Vom Spaltmaß her ist das okay. Ja, entweder Diagonalmesser oder Klappe zu. Klappe zu. Klappe zu. Einmal Klappe zu. Tschüss. Los, zwei Drehungen und dann zwei. Jetzt ziehen wir das darüber. Weil der Winkel, der stimmt eigentlich. Wenn gar nichts geht, gehe ich gleich da hoch. Du machst die zu von unten. Dann richte die sich ja selber aus und ich drehe dann oben die Schrauben an. Wenn das hier nicht klappt. Das war klar. So, ohne Belastung. Ja. Ich krieg Druck, ich schleife hier ja. Und hier habe ich Schrift. Ja. Ja. 26,2, 26,4 bis 5. Also wir sind nicht, sind jetzt nur 3 mm, das ist nicht die Welle. Also wenn es geht, ist gut. Also Schraube Mitte. So, gib mir mal gerade so eine Alu-Schiene, so eine Abdeckleiste. Könnte man ja als Lula nutzen. Das ist gerade. Das ist perfekt. Da ist nichts rundgezogen. Auf der Seite noch nicht. Hier könnt ihr noch 2 mm nach hinten. Geben wir mal den Akku. Mal gucken, wo die Fuge, wie die aussieht. Jetzt sieht die Leiste aus wie der Speicher. Ja, dann könnte die Treppe da rein. Verhaft habe ich immer nichts. Ich halte mal die Leiter hin, wenn ich sie wieder ein und. Jetzt kann ich sie loslassen. Ja. Jetzt können wir mal die Schnur da öffnen. Also, hier gibt es zwei Befestigungspunkte, einen unteren, einen oberen. So wie wir das jetzt hier ermittelt haben. So, der ist jetzt fest und dann kommt der untere. Die Klappe kommt jetzt hier dran. Alles werkzeuglos. Ist geil. Was ist denn jetzt hier, Kollege? Was? Soll ich den Hammer holen? Ja, klar. Aber hier die dicke passt doch nicht in das dünne Loch. Das ist so gebaut, dass er noch einmal passt. Ah, okay. Dann passt das. Das ist 8, das ist 6. Kann eigentlich nicht umgekehrt sein. Gut, dann passt das. Das ist für so Leute wie mir, die keine Ahnung haben. Ja. Dann passt nur eine Weg. Seh. So, und jetzt? Die Seite zu kurz. Warum? Weil du das innen jetzt reinmachen musst. Das außen. Ah, weißt du, warum das nicht darin ging eben? Warum? Weil die Schraube unterschiedlich eingestellt ist. Und ich habe hier mehr Druck. Guck mal, die Wasserpumpen sind da und schauen. Millimeter weiter hinten wie die. Und deshalb kriege ich unten Spannung. Ja. Zack, hab ich Platz. Zack, ich hab Platz. Auch drin, auch drin.
So, jetzt schmeißen wir das Ding da durch. Das Ding wird da oben irgendwie drüber geklappt. Und was macht das dann? Das hält die Feder auf Spannung. Ah, die ist ja auch noch nicht da. Ja. Alles klar, verstanden. Ja, ja, sicher. Und die Feder geht hin auf den Haken. Ja. Und die müsste aber einhängen im geschlossenen Zustand, sonst kriegst du die ja nicht drin. Ja, weil im Spiel schon. Also von oben dann. Ja, ja, okay. Gib mir mal ein Messer gerade, da schneide ich das Seil hier durch. So, einmal klappen. Ja. Ja. Das hast du alles geplant, gell? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ne, das muss ja passen mit dem Loch, oder? Die ist jetzt auf jeden Fall ja zu lang. Ja, das ist ein bisschen zu lang, genau. Das ist aber normal. Ja. Die ist ja von bis. So, die kann nicht nach hinten. Ne? Nein, nein. Kann nicht. Sollen wir. Oder sollen wir sie erstmal abschneiden? Ja. So sieht das von unten aus. Einmal aufgeklappt. Und dann sieht man hier, dass hier eine Lücke ist. Das heißt, wir haben hier einen Knick in der Leiter und somit ist die da unten zu lang. Die müssen wir jetzt abschneiden, nach Plan aber. Müsst normalerweise, steht irgendwo im Plan da drin, wie weit du von der letzten Stufe runter misst. Und abgesägt wird die gerade. Die letzte habe ich nämlich schief gesägt und habe dann festgestellt, dass das unnötig war. Das Schiefe macht nämlich dieser Kunststoffklotz. Guck mal gerade nach dem Plan, wie man das hier misst. Das heißt, die wäre so 84 stramm. Hier von da 84 da absägen. Und du sollst mindestens 85 mm von der letzten Stufe bis Unterkante Schnitt haben. Und die haben wir. Ja. Das sind eher 90 bis 10 cm. Ja. Ne, das ist alles toll. Ja, das ist so hin. Bei meiner letzten Treppe habe ich mir die Schmiede geholt und schneid das da wichtig. Ja. Und dann habe ich das Ding gefunden. Den habe ich dann in meiner Hosentasche verschwinden lassen. Ja. Und dann war das auch toll. Die kannst du noch festschrauben. Ne? Ja, das ist doch geil. Top. Oh, wie schön. Die ist ja schön. Einmal mit Fachpersonal arbeiten. Das ist immer wichtig. Läuft. So, jetzt gucken wir es mal von unten an. Also alle Fugen sind dicht. Der Bauherr lacht schon. Ja, ja. So, jetzt gucken wir es mal von oben an. Also, ich stehe auf der Leiter. Hier oben ist nichts gesichert, wird alles richtig gemacht. Da wird nachher die Zugfeder eingehangen. Das hier ist jetzt seitlich, hier kann man die Position von der Leiter der Winkel noch einstellen, wie weit die Schere hier sich nach da oder nach hier bewegen kann. So, nochmal von oben, damit ihr seht, wo ich stehe. Also hiermit kann ich hier diesen Winkel beeinflussen und somit auch die Stellung hier unten von der Treppe. Ich gehe jetzt nach oben und mache die zwei Schrauben darin. Zweimal, da kommt jetzt noch eine Schraube drunter. Bin auch U50, kann doch Gebrill brauchen. Aber. Gestern habe ich einen schönen versauten Witz von Jürgen van der Lippe gehört. Soll ich den erzählen? Aha. Im Altenheim. Fragt nach dem Essen, fragt Frau Meier. Na, Herr van der Lippe, kann ich nach dem Essen wieder Ihr Glied halten? Sagt er, nee, Frau Meier, das habe ich schon der Frau Müller versprochen. Sagt die Frau Meier, was hat denn die Frau Müller, was ich nicht habe? Da sagt er, Parkinson. Der ist gut, gell? Ganz wichtig ist, dass hier eine Magnatbox steht, dass man direkt mal den Ghetto-Blas da aufdrehen kann. Alles klar, habe ich. Wir sind noch so zwei Ketten. Das mit der Kette habe ich auch noch nicht verstanden. Was soll denn die Kette zum Anker werfen, wenn du fällst? Das ist doch eine gute Erklärung, ne? Zack. Einmal. Okay. So, das hier
Das muss man dann wirklich im geschlossenen Zustand machen. Ja, theoretisch kannst du die mal zumachen. Die Kette kommt an der Stock, dass du ihn aufhängen kannst. Ah ne, da hast zwei Ketten. Das ist mal meine Seite. Vielleicht siehst du gleich, wo sie hängen. Ah, die können. Ah, weißt du, was die Kette ist? Du kannst hier den Abstand vielleicht damit verlängern, die Zugkraft. So, okay. Jetzt hängen wir da mal ein Kettenglied hin. Boah. Ich hab jetzt nur vier. Mach noch nichts. Warte, die zweite noch. Beschissener. Kannst du hier nicht mehr. Boah. Jetzt lass sie mal los und mal gucken, was sie macht. Oh, die kommt. Bis dahin. So bleibt die hängen. Ja. Ja, das ist doch gut. Ja. Das ist der Halter da auf der Seite. Ja, ja, du hast da links hast du einen leichten Kontakt an dem Schließteil und rechts hast du ein bisschen Luft. Also wir könnten versuchen, die noch entweder da nach hinten oder hier nach da. Ja, ich sag mal, hier könnte vielleicht noch. Aber hier geht nichts mehr, hier bist du ziemlich press. Ja, hier auch. Aber ein bisschen könnte noch gehen. Wenn 2 mm noch gehen, dann haben wir Luft. Oben habe ich einen Zenti Luft. Ah ja. Also probieren wir das. Vom Dachdecker zum Maler. Perfekt. Hast du noch Fragen? Jetzt. So. Ja. Das ist wie bei Fußleisten für Anfänger. Ja, die Ecken sehen ja richtig scheiße aus. Mein Gott, ey, hab ich gedacht. Na, du bist halt richtig drin. So, müsste stimmen. Ja, guck mal hier. Geht gut und passt genau. Ja, ja. Da kann ich streichen erst. Geht, ja. Ja. Wir sind ja auch keine Maler, wir tun ja nur so. Also so zur kleinen Aufklärung, das haben wir jetzt vorgrundiert. Flur wird saniert in den nächsten Wochen. Deshalb reicht das hier. Jetzt nur hier ein bisschen Farbe vorher drauf gemacht, dass unter dem Abdeckrahmen gleich ein bisschen Farbe ist. Gut, da drauf hinten würde ich erst die Ecken drauf drücken. Okay. Jetzt habe ich es wahrscheinlich hier. Alter, das ist ja schon ein geiles System, ne? Ja. Direkt fertig. Okay. Kann man aber auch ablassen, diese Abdeckleisten, und baut das flächenbündig mit der Rigipsdecke ein. Dann ist nur die Position von der Kasten, muss man direkt auf Unterkante Rigips ziehen. Aber für Altbau ist das hier Top-Lösung. So. Das ist ein Lumpel-Hobby mit dem. Das war Lumpel-Hobel Einbau. Das war zu klein. Das war Nobelhobel Einbau einer Speichertreppe. In diesem Sinne, lasst uns ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Mit Abo wäre das nicht passiert.